Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 28. März 2015 und dies ist die 10. Folge. Meine heutigen Gäste sind Carina und Stefan. Ja, und das ist das erste Mal, dass ich zwei Gäste bei mir habe. Es ist das erste Mal, dass wir... Was hast du gesagt? Du hast irgendwas gesagt? Die Folge ist diesmal zum ersten Mal im zweistelligen Bereich. Es ist nämlich die 10. Die Folge, ja, richtig. Illuminati. Double the digits, double the flavor. Ja, genau, richtig. Und wir haben uns eben die 10. Folge Kottaner Mittelladen geschaut. Kottaner Mittelladen? Die heißt Kansas City. Get your shit together, man. Ja, 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 ich werd mich schon zusammenreißen noch über den Podcast verteilt dann. Und ja, Kansas City, der Sinn der Folge ist nämlich in Minute 57, dass sie einfach das Lied Kansas gleich, City spielen. Du springst gleich vorne hin. Ja. Naja, nein, du verbietest dir nicht die Stimme, mein Herr, ja, das bin ich, ja. Ich bin der Host, ihr seid die Gäste, so schauen wir aus. Nein, ich werde dich halt nicht Chaos durchziehen lassen durch diesen Podcast. Nicht wie sonst üblich. Ja. Es ist die 10. Folge, es ist ein Jubiläum, verdammt. Ja, Fassung, meine Herren und Damen. Ja, genau. Genau. Jedenfalls, zuerst einmal, ihr zwei kennt Kottaner Mittelt woher? Von dir. Also du hast das erste Mal gesehen? Ja. Okay, und du... Ich habe dunkle Kindheitserinnerungen dran, dass mein Vater sich das immer angeschaut hat. Also Kottaner Mittelt, der Running Gag mit der Tür. Ich meine, das ist meine früheste Erinnerung, auch wenn ich damals nicht gewusst habe, was ein Running Gag ist, an dieses Konzept, also Running Gag. Ja. Ja, dass immer wieder das Gleiche passiert. Ja, genau. Immer wieder irgendwie natürlich. Ich habe mir gedacht, der Papa schaut schon wieder diese lustigen Filme, wo die Autos die Türen verlieren. Ja. So ungefähr. Ja, und du bist als Kottern Jungfrau... Wie fandest du das? Du hast das nicht verzart, gell? Was war deine Idee, wie du hierher gekommen bist? Ja? So, was hast du geglaubt, dass Kottaner ermittelt ist? Ja? So was man aus dem Äther irgendwie mitschnüffelt. Naja, also aufgrund Kottan ermittelt, aufgrund des Wortes. Kottan? Ermittelt. Kottan ist mit einem T auf einmal. So scheiße, was auch denn nicht? Der Kottan! Kottan! 10. Folge, das erste Mal, dass ein Scheiße-Witz so simpel am Anfang gleich kommt. Kottan ermittelt. Ich rieche eine Spur. Bremsspur auf meiner Unterhose, das ist. Also mir war schon klar, dass es um einen Kriminalfall gehen wird. Echt? Aber was hast du da angeschaut? Aber ich dachte nicht, dass man eine Stunde so sinnfrei verbringen kann. Obwohl es natürlich total nett ist mit den zwei Burschen da, ist keine Frage, aber die Sinnhaftigkeit ist ein Traum. Kannst du mir... Okay, gehen wir mal gleich auf das Erste ein. Du kennst den Paul nicht so lange, es ist ja reden immer so. Also, das ist großartig. Das ist als erstes gleich einmal der Fall. Ja, der... Bitte erklär uns den Fall. Worum geht's denn? Also, laut meinen Notizen war der erste Mord in Minute 46 von 60. Ja, es ist also ein kürzeres Leben. Fast schon super. Ja. Ist nicht fast schon super, die Ratio, das Verhältnis von Motorradrennen zur restlichen Handlung, ja? Das ist 80 zu 20 oder so. Das ist einfach so, Star Wars Episode 1 kann noch was lernen. Ja, stimmt, das war wie die Podracing-Szene nur in Wien. Ja. Also um das euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, irgendwie zu verdeutlichen, das Ganze spielt, also erst einmal, es hat ein Cold Opening im Prater, der nichts mit dem Rest von der Folge zu tun hat. Wieder. Richtig, das war irgendwann so am Ende der Folge, so, was ist denn eigentlich mein erster Kommentar gewesen? Prater, Karussell, mit dem ich auch gefahren bin. Warte, was hat das mit dem Rest zu tun? Eigentlich nichts. Ja? Nein, nur Kottern und die Bande vom Kottern ist im Prater und fährt Prater-Sachen. Just because... That's it. Und dann, voller Hack of it. Und dann wird eben, dann fängt man schon, dann kommt als nächstes der erste extrem gut angezogene Herr, der mit dem Netzhemd. Der war wirklich... Du hast ja die Mode, also wir generell fanden die Mode ja sehr ansprechend, aber du hast ja einen Auszucker nach dem anderen gehabt. Also Auszucker, ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Du hättest schon ein paar Sachen hättest du schon getragen, gell? Der blaue Jeans-Kittel zum Beispiel.
Ich muss sagen, der Satin-Bademantel mit den Aufdrucken war schon netter. Also. Ja, das war eine, weil du gesagt hast, blauer Jeans-Kittel, das war eine fucking Jeans-Latz-Hose. Sorry, ja. Eine Jeans-Latz-Hose in Kombination. Mit Polo-Hemd drunter und Lederjacke drüber. Ja, also das ist schon ein Look, da muss man schon cool sein, damit man den auch transportieren kann. Also ich muss sagen, ich glaube, nach der Folge heute ändert sich mein Modegeschmack total. Du kaufst ein Netzhemd, ich glaube, ich liebe dich. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, meine Gäste sind zufälligerweise auch ein Pärchen, was das Ganze noch ein bisschen interessanter macht. Zufälligerweise, du sagst es, wir wissen bis heute nicht, wie es passiert ist. Ja, lass gesühlt sie irgendwo anders. So, es geht hier um was Wichtiges, es geht um den Fall. Gerade um die Mode, ja. Jedenfalls, also das große Thema, das das Ganze irgendwie überschattet, ist ja Eifersucht im Endeffekt, oder? Siehst du das so? Ich finde schon. Also es ist doch die Motivation vom Täter am Schluss war Eifersucht und Rache. Wobei der hat auch schon so schwer gestört ausgeschaut. Ganz ehrlich. Sie haben wahrscheinlich wirklich gesucht, okay, welcher österreichische Schauspieler oder deutsche Schauspieler schaut möglichst danach aus, dass er es gewesen ist, aber eigentlich nicht genug schauspielern kann, um wirklich die Täterrolle zu besetzen. Ja. Haben sie so nicht alle besetzt? Ja, also die schauspielerischen Künste von den Nebendarstellern vor allem ist eine Oscar-reife Performance der anderen. Oh, ja. Was mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist gleich am Anfang erfahren sie in diesem super... Das war in Erinnerung geblieben. Mir ist alles in Erinnerung geblieben, ich bin schwer gestört heute. Du bist heute in der Nacht um 3 Uhr schweißgebadet aufwachen. Schrammel! Nein! 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 Satellbademantel! Nein! In denen schwitzt man ja auch so, oder? Super. Und am Anfang, ja, wir sind da in diesem Ledersitze-Cabrio fahren, ja. Und es schießt jemand auf sie und 5 Sekunden, nachdem die Schüsse gefallen sind, duckt einmal sich jemand, der so auf... Das ist einfach so was haben sie gesagt? Eine Reaktion wie eine Schießerei. Habt ihr die Schüsse auch gesehen? Habt ihr das auch gehört? Ja, habt ihr das... Und ganz am Anfang, wie es eingestiegen sind, und man sieht so das super Innenleben dieses Cabrios und dann, hey, ist das eine fahrbare Diskothek? Ich meine... Noch davor. Das war der fährt mit dem Cabrio, nur mit dem Beifahrerfenster hochgekurbelt, damit er stehen bleiben kann und es runterlassen kann. Damit er den Leuten redet. Ja. Wie das erste Arschloch. Damit er mit der Frau redet. Ja, stimmt, genau. In diesem sexy, also, schwarz flatternden Teil mit gelber Hose. Du, ich muss aber sagen, erstens, die zwei passen besser zusammen als das eigentliche Ehepaar, finde ich. Und... Welches, das erste, das zweite oder das dritte? Die haben sich verdient, weißt du, die sind beide Arschlöcher. Ja, gut, Freund. Und... Ich muss sagen, der erfolgreiche Rennfahrer ist auch der, der besser ausschaut. Sie schauen beide nicht wirklich besonders gut aus. Ich wollte gerade sagen, haben wir dasselbe geschaut? Der schaut besser aus. Er schaut besser aus. Allein schon, weil er seine Haare richtig macht. Ja. Außerdem, wenn du wüsstest, wie Hanno Pöschl heute ausschaut, er schaut besser aus. Also. Ja. Aber er zieht eine Lederjacke auf nacktem Oberkörper an, beim strahlendsten Sonnenschein. Ich meine, er hat sie nicht angezogen, er hat sich drin eingeschweißt. Ja. Das ist was passiert. Wenn weißt du, wie wäre deine Reaktion, wenn du wüsstest, dass es eine Kunstlederjacke ist? Also da bin ich ganz dankbar, dass es noch nicht 5D-Fernsehen gibt mit Gerüche. Delicious. Ja, okay. Jedenfalls. Okay. Also, recht witzig im Abgang. Um mal einen kurzen Abriss für euch Zuhörer und Zuhörer zu bringen. Generell, worum geht's in der Folge? Ich weiß es einfach nicht. Sie macht null Sinn. Weißt du, bis jetzt war ich mir ja klar, worum es ging. Ja? Selbst die absurdesten Folgen hatten irgendwie Rhyme or Reason. Ja? Aber da haben sie einfach nur Scheiße an die Wand geworfen und geschaut, was stecken bleibt. Ja? Ficken bleibt. Irgendwo zum Beispiel. Fühl zu, Gefühl. Ja, fühl zu, Gefühl. An der Wand steht F-Ü-Ü. Nein, Z-V-Ü-Ü. Ja, Z-V-Ü-Ü und dann G-F-Ü-Ü. Gefühl.
Vielleicht also eine unterschwellige Werbung damals schon für Kühe. Um deine Nachbar, Nachbar sage ich, um deine Metapher mit Scheiße an die Wand werfen, da jetzt weiterzuführen. Ja. Ja, das war quasi, sie haben zu den Regisseur, der sonst immer macht, eigentlich hingeschrieben, so pro forma, weil sie es müssen, weil der halt den Vertrag hat. Ja. Aber es war in Wirklichkeit Friedrich Nietzsche. Es war ein Schildbild. Ja, wirklich, und am Schluss dann so, oh, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, wir müssen den Friedrich Plot irgendwie noch zusammenfädeln. Vor allem, nein, 6:46 eben. Oh, wir haben ja eigentlich eine Krimiserie zu machen. Let's bringen wir jemanden um. Ja, genau. Und dann 10 Minuten später, oh, es ist nur noch 5 Minuten, bis die Sendung aus ist, aber wir müssen noch einen Täter finden. Na, und in Minute 57 haben sie dann festgestellt, warum nennen wir es überhaupt Kansas City? Naja, bringen wir schnell den Song. Ja, sie haben am Set. Ja, gesungen war es gut für ein Playback. Nein, ich meine, die Song war generell ja, das, war, also, war exzellent. Da, es ist, ja, es also ist, es ist wie bei Twilight, der Plot macht keinen Sinn, aber der Soundtrack ist Bombe. Das ist ein schlechter Vergleich. Das ist mir völlig egal. Ich glaube, du meintest 50 Shades of Grey und nicht Twilight. Twilight, gib mir. Schande über mein Haupt. 50 Shades of Grey über mein Haupt. War ja ursprünglich ein Twilight. Ja, eben. Fanfiction. Es hängt ja alles zusammen. Ja, eben. Nicht ursprünglich ist es nach wie vor. Es ist ein Fanfiction. Ja, also. Ich habe mich dazu durchgerungen, ich habe den Film gesehen. Ich wirklich? Keine, wow, ja. Ich bin stolz. Aber auf wir haben ihn in England. Twilight oder. Nein, das stimmt. Ich bin mir ja nicht. Weißt du, kurzer Exkurs. Beides ziemlich hart. Kurzer Exkurs. Ja. Matura, ja. Die Mädels. Haben nichts mit sich anzufangen gewusst und haben am Beamer Twilight geschaut, den ersten Teil wohlweislich. Und weil ich halt auch zufällig da war, habe ich halt mitgeschaut. Einfach, jetzt flimmert, ich kann nicht lernen, das geht nicht. Du Armer. Er war ein Opfer. Ich Armer, ja. Und ich war dann nachher noch so blöd, muss ich fast sagen, meine ehrliche Meinung zu dem Film zu geben. Ja, der Plot ist scheiße. Schlechte Idee. Vor allem, es waren außer mir nur Mädels im Raum. Nein. Ob es Mädel oder Burschen sind, ist ziemlich egal. Ja. Es geht darum, dass du Fangirls oder Fanboys... Es geht um Twilight, was für Fanboys. All those gay guys. Sie schauen dreamy aus. Also da muss man, kann man nichts sagen. Ja. Hast du denselben Twilight gesehen wie ich? Ja. Yeah. Dann nein. Ich meine jetzt nicht die Hauptcharaktere, die schauen aus, als hätten... Nein, ich meine, was die im Hintergrund, irgendwelche Statisten, die schauen zum Teil sehr scharf aus. Die kommen ja leider viel zu selten vor. Das ist richtig. Ich möchte die Story von irgendjemandem da hinten haben. Gut, okay. Okay, und kommen wir zurück. Ja. Zu welchem Thema? Worum geht's? Also, wir waren beim Soundtrack. Was machen wir gerade? Was am besten war, war die Szene, es spielt Raindrops Keep Falling on My Head, ja. Und sie fahren bei strahlendem Sonnenschein mit ihrem Arschloch Tandem, ja. Ein Polizeitandem, auf dem auf der Rückseite Notruf 133 steht. Natürlich. So wie sie es hört. Wo er dann irgendwann im Laufe der Folge, also er sperrt halt dieses Tandem gleich ab und irgendwann vergisst er... Die nutzloseste Szene. Du wärst du im Schneideraum gewesen, du hättest den Film verbrannt, gell? Vor allem diese Szene. Ich glaube, ich hätte die Szene ganz am Anfang lassen, die Prater. Das war's, gell? Der Schnitt. Nur eine 60-Minuten-Szene vom Prater, wo sie... Der Schnitt, hey. Der Schnittmeister wollte die Szene verbrennen, nur er hat einfach schon so viel abgefackelt. Also, gesagt, ja, okay, so, wir brauchen ich muss, noch 60 ich muss 90 Minuten, Minuten haben, 60. Ich habe jetzt 60 Minuten. Ja, Minuten, schaut, ich habe 90 kann er gar nicht mehr schaffen. Ja, genau, deswegen machen sie mal auf kurze. Und so quasi, dieses Stück, es ist nicht lustig, es ist völlig sinnlos, nur ich muss am wenigsten kotzen. Nur um euch Zuhörer und Zuhörer klar zu machen, also um was da geht, also in der Szene eben fahren der Cotton und der Schrammel eben mit dem Fahrrad, ja, und dann sperren sie es ab. Sie fahren zum wohin fahren sie denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Das ist so völlig sinnlos. Ich habe keine Ahnung mehr, wohin sie mit dem Fahrrad gefahren sind. Jedenfalls sperren sie es ab und der Schrammel vergisst die Kombination. Und dann tragen sie es, und dann, weil sie es nicht mehr aufkriegen, tragen sie es gemeinsam zurück. Und ich schätze mal, das ist ja euer Waffenrad oder so irgendwas in der Richtung. Also ziemlich schwer. Ziemlich. Also eine zache Geschichte. Mhm. Und dann, was passiert, ist die nutzloseste Szene aller Zeiten. Sie stellen das Fahrrad ab. Cottons Mama. Cottons Mutter ist in einem der coolsten Motorräder, die ich lange Zeit gesehen habe. In einer der coolsten Beiwagenmaschinen. Ja. Erinnert ein bisschen an Harry Potter. Ja, schon, gell, ja. Ja, sie könnte Hagrid sein. Ich meinte das Du bist ein Kommissar, Cotton. Jedenfalls.
stellt sich heraus, dass sie eben nebenher auch noch irgendwie spioniert hat, die Mutter. Und Miss Marple. Deswegen, ja, und sie eben deswegen mit ihm mit sie beschattet hat, mehr oder weniger. Und jetzt bringt sie halt netterweise sie zurück. Aber nur den Kottern. Nur den Kottern. Der Schrammel eben darf nicht in die Sidecar, weil in der Sidecar zufälligerweise ist die Mutter, die Frau. Die Frau. Die Frau. Das ist nochmal die Mutter drin. Die eigentlich so auch schon wie die Mutter. Sie aber schon ähnlich alt aus, ja. Und dann darf dieser Schrammel allein mit dem Rad nach Hause gehen, weil er darf es ja nicht da stehen lassen. Ja, weil er Dienstfahrzeug. Und schau, die Szene wäre dann noch lustig gewesen, weil der Schrammel ist generell als Waffennah bekannt, dass er das Schloss aufschießt oder so, ja, und dabei fehlt, ja. Nein, nichts, die Szene hat no payoff, nichts, es passiert, nein! Nein! Böse Szene! Unsatisfactory, because weil fuck ich you! Ich fand's lustig rundherum. Und dann kam das. Ja, man hatte fast ein bisschen zu viel Erwartung, ne? Ein bisschen. Kleines bisschen. Aber die wirklich allerbeste Szene war, er kommt nach Hause von irgendwas, sitzt in der Badewanne mit Bier in der Hand. Das war der absolute Mindfuck. Und die Mutter wascht ihm die Haare, während er sein Bier trinkt. Ja? Ein Zipfer. Das Setup ist schon mal ziemlich pervers. Also, man kommt da in diese Szene und denkt sich nur, okay. Yeah. Und dann hält er sich die Nase zu, taucht unter und gibt auf der anderen Badewannenseite die Füße rauf und plötzlich ist einfach noch ein drittes Bein da. Ist das ein, er hat einen großen Peniswitz? Mit Jeans? Ich weiß nicht, ich fand das ziemlich ekelerregend. Es war very disturbing. Und vor allem, das war nicht das Ende der Szene, weil sie dreht sich um und holt einen Föhn. Genau, und dann taucht er wieder auf, erschrickt, dass sie mit einem Föhn da steht, der übrigens in einem furchtbaren Knallgelb war, ja. 80er. Das war typisches in der 80er. Und man weiß es jetzt nicht, ob das so eine Anspielung ist auf den späteren Film mit Was Frauen Wollen, wo Mel Gibson mit dem Föhn in der Badewanne landet. Und dann, nein, alle Filme ab den 80ern basieren eigentlich auf Kottern. Wahrscheinlich, ja. Und dann taucht er nochmal unter und faselt irgendwas von, wow, ich kann so super zaubern. Ja, nein, und dann dreht er nämlich mit seinem Bein den Abguss. Man weiß aber nicht, mit welchem Bein. Man weiß nicht, mit welchem von den dreien, ja. Und dann dreht sich die Mutter wieder um und er ist weg. Genau, das Badewannenwasser ist einfach weg und man sieht den Abfluss und es ist einfach weg. Ja, so als würde eben die Kameraführung lässt darauf schließen, dass er eben den Abfluss runtergerutscht ist. Und dann nicht einmal eine Sekunde später macht er die Badetür von außen auf und steht in seiner sexy Latzhose mit seinem sexy Lederjackett und straßenfertig. Ja. Aber ihr müsst doch zugeben, das hat ein bisschen was von so alten Warner Brothers Shorts gehabt. So Roadrunner-mäßig. Ein bisschen. Er hätte reinkommen müssen mit einer Karotte, what's up, Dog? Ja, so, oder so Miep Miep oder so irgendwas. Ja. Weil er war schon mal Superman. In der zweiten oder dritten Folge hat er sich irgendwo mal ausgezogen und hat ein Superman-Kostüm an auf einmal. Warum DC nicht verklagt hat und den ORF im Grundbund, ich weiß es nicht, vielleicht waren die Rechte ORF damals. Und ZDF? Nein, damals war es noch mit den Co-Produktionen. Okay. Sie wollten ihn verklagen, nur ihnen ist bei der Sichtung des Beweismaterials für diese Folge gesehen, haben einfach gesagt, nein, das ist Burn it with fire and vielleicht war es jeweils unter Satire oder so fallen, deswegen. Na, und wir wollen mit dem Namen nicht in Verbindung gebracht werden, ne? Uns ist es lieber so. Definitiv. Ja. Quasi gleich mal die neue Karte ausspielen. Also, this never happened. Die Folge generell ein bisschen überall. Du fandest. Ja, was war deine Lieblingsszene? Was war meine Lieblingsszene? Ja, die mit dem dritten Bein war schon ziemlich geil. Hat mir gefallen, gell? Oh ja. Dann die natürlich der Lavalampen-Aschenbecher. Die Aschenbecher-Lavalampe. Das ist ein Prop, das ist keine Szene. Das ist einfach nur ein Gegenstand in einer Szene. Aber das hat mir so imponiert. Einfach diese Szene. Ich habe keine Ahnung, was rundherum passiert ist, aber dieses Ding. Ich will es haben. Es waren zwei Sachen, die super 70er, 80er Jahre sind. Mhm. Nämlich. Da waren mehr dämliches, als zwei Sachen. Nein, ich meine nur im Sinne von die Lavalampe, Aschenbecher, Kombi ist etwas, was du heutzutage nicht mehr kaufen kannst, glaube ich.
Du kannst dir entweder einen Aschenbecher oder eine Lavalampe kaufen, aber nicht beides kombiniert. Weil das Ding ist saugefährlich. Warum tust du überhaupt einen Aschenbecher auf eine Lavalampe? Das ist ein hoher Schwerpunkt, du kannst das jederzeit umstoßen. Ja? Erstens, du hast dann die ganze Lavalampenflüssigkeit überall picken, ja, wenn du das umstoßt, was sowieso eine grindige Sache ist. Und dann noch die Asche. Und dann noch die Asche und dann brennt es vielleicht noch. Ja? Weil du gesagt hast, Szene, entschuldige. Ich hab mich jetzt mal zusammengemischt und gesagt, okay, wo hat eine Szene angefangen, wo die andere aufgehört? Was habe ich gerade gesehen? Ja, die Top 2, auch so, wieder Top Running Gag, ist der Polizeichef und diese verdammte einarmige Kaffeemaschine. Ich werde vor allem wieder zum Schluss mit diesem übergroßen Pflaster, weil er einen Streifen hat, dieses riesen Backen. Ja, ja, das war wirklich ein ganzer Watte-Mega-Bock. Du kannst eine Leiche damit beerdigen, das hat er auf der Backe drauf gehabt. Damit kommt er rein mit einem Becher Kaffee und du siehst einfach nur, wow, dieser Watte-Bausch, und dann realisierst du erst, oh mein Gott, der hat einen Kaffee. Und er freut sich so. Es ist gelungen. Und Schrammel kommt rein, der Kaffee ist weg. Er hat den Schrei vom von Darth Vader. Ja. No. Genau. Das ist nämlich. Schau, alle Filme sind in Cotton beeinflusst. Nein, vor allem bei Star Wars. Das ist die Bestätigung. In einer einzigen Folge, eine einzige Folge Cotton war besser als zwei Star Wars Filme. Du meinst. Und das sagt ein Star Wars Fan. Nein, nicht mehr Kulpa als die Prequels, natürlich. Ja, oh Gott. Das lassen wir noch reden. Aber da spielt ja doch wenigstens dieser Typ mit den Locken mit. Na, dieser Hayden Christensen. Ja, genau. Hayden Christensen. Okay, nein, Hayden Christensen kriegt und viel zu viel Hate. Und Natalie Portman. Natalie Portman, vor allem in diesem Lederding im zweiten. Oh, nice. Das war die einzige gute Szene am zweiten, wo sie super scharf. Und sie so, nein, ich will dich nicht verführen. Und dann ich so, ja genau. Mit dem Quant. Weil sie davor als Prinzessin immer irgendwelche urunpraktikablen schierchen Sachen anhatte und dann das und ich so, ja, das ist auch das, was man nicht mal allein mit jemandem ist, anzieht, damit man ihn nicht ins Bett kriegt, oder? Das machst du auch immer, oder? Ja, aber ich hätte noch lieber so einen Satellbademantel. Ich werde den echt nicht mehr los. Ja. Weißt du, du weißt, was du zum Geburtstag dann von mir kriegst? Verdammt. Auf ihrem war ja vorne Kotter drauf ein Herz, das durchschossen wird, so typisch 70er Tattoo-mäßig. Ja. Und hinten drauf hat man nicht lesen können, ja, irgendwas mit Ei und ein Herz. Und bei ihm stand ja drauf, was, Weltmeister oder Erster oder irgendein. Ja, Nummer 1. Nummer 1. Bei ihm steht überall immer drauf Nummer 1. Das war auch eine urgute Szene, wo der Typ, der vorher mit ihr zusammen war, zu ihm nach Hause kommt. Sie waren verheiratet. Ja. Entschuldigung, also sind verheiratet. Und er will seine noch Frau dazu überreden, wieder zu ihm zurückzukommen. Und dann stehen sie auf diesem Gang und er sagt zu ihm, naja, weißt du, immer wenn dem Regisseur nichts mehr einfällt, dieser subtile Fourth-Wall-Break, so gerade, dass sie nicht wirklich in die Kamera schauen. Das kommt auch vor, dass sie in die Kamera schauen und mit der Kamera reden, und also dem Publikum reden, das kommt schon vor. Aber das hat das war super, weil dann kommt die Prügelei so vor. Ja, so einfach, no, füll mir mal ein bisschen Zeit. Ja, eben, es ist, ja, also wie gesagt, wirklich, wirklich toll. Auch dass zum Beispiel meine Lieblingsszene war, dass das DKT-Geld nicht angenommen wurde. Was ich überhaupt nicht verstehe. Also für Leute, die das nicht kennen, DKT ist die bessere Monopoly-Variante. Weil österreichisch? Ja, nein, nicht nur österreichisch, und vor allem es heißt ja, DKT heißt ja was. Ja, natürlich. Das kaufmännische Talent. Das Talent. Super. Und vor allem es war das alte DKT-Geld. Mhm. Nicht mit Euro oder so, sondern das. Ich habe so Nostalgie. Ich bin immer so urgierig auf die 200er. Oh ja. Ich bin so gierig. Ich habe immer auf der Bank mein ganzes Geld so zusammengelegt, dass ich immer 200er hatte. Ein DKT-Gelddrucker oder was? Nein, ein DKT-Ergänzungsset. So quasi extra Häuser, extra Hotels und einmal die ganze Geldserie nochmal. Ja? Wir haben mit diesem doppelten Ding einmal DKT gespielt. Ich glaub, da spielst du aber 16 Stunden oder so, gell? Wir haben, glaube ich, 3 Tage lang gespielt. Immer absurd. Wieder so an und ab und an und ab. Jeder hat schon so einen Stapel 200er gehabt und keiner ist fertig geworden, weil einfach alles hat zahlt. Ja, ich glaube trotzdem, das hat mehr Sinn als eine Folge Kottern. Das ist wahr. Ja. Aber man merkt immer wieder, dass Sozialkritik dazwischen eingestreut wird. Vielleicht. Mhm.
Was haben wir zum Beispiel? Frauen müssen zu Hause bleiben. Ja. Das war Hammer, ja. Das hat der gut gefallen, gell? Am Anfang sieht man die Szene, ja. Und so, na gut, Schatz, wir diskutieren jetzt, sie will arbeiten gehen, er will, dass sie daheim bleibt, ja. Und denkst du, okay, gut, ja, beide Burschen daneben, ja, ha, ich muss meine Notizen machen, ja. Ich habe mir gedacht, Alter, interessiert doch niemand mehr, ja, heutzutage ist das nicht mehr. Und dann irgendwann eine halbe Stunde später sieht man dieses Kind. Ja. Und dieses Kind ist geschätzte 17 Jahre alt und trägt ein Disney-Shirt. Und jeder so, deswegen soll sie daheim bleiben. Das Kind ist genau für 30 Sekunden auftaucht mit einem Eis. Warte, was hat's gehabt? Es hat ein Jolly gehabt und was war das andere? Das war die, war das ein Kaktus? Nein, es waren zwei Jollies und eins davon hat sie halt eben ihrer Mutter gegeben. Ah, okay. Und sie hat angehabt zum Disney-Shirt, das viel zu lang war. Also man wusste nicht, ob Kleid oder nicht Kleid. Und dann drüber noch einen Gürtel mitten über diese Mickey Mouse drüber. Ja, ein Hipster. Wenn sie tatsächlich 17, Hipster von vor 30 Jahren. Wenn sie tatsächlich 17 gewesen wäre, meine, es wird ja eh nicht... Weil sie, allem, sie ist 30 Sekunden im Bild. Die Schauspielerin muss jetzt 46 oder so sein. Scheiße. Jugendsünden und so weiter, Matsch. Aha, die, mhm. muss ich auf dem Podcast irgendwie, ich muss rausfinden, wer das war. Ich hoffe, die lebt noch. Sie hat die 80er hoffentlich überlebt. So viel Kokain. Viel zu viel Kokain. Still ja. alive. Genau, und dann eben, genau, wegen einem Kaffeeautomaten gibt es Sozialkritik, also eben Sozialkritik gegenüber ja. Frauen und dass die auch arbeiten können. Was ja. auch geil war, war die Szene, wo er kommt und irgendwas sagt mit, ja, wir haben einen Fall, weil der gerade ins Auto geschossen wurde. Ja. Und der sagt, oh, muss das sein? Kann das nicht verboten sein nach 17 Uhr? Weil er gesagt hat, ja. das ist kritikfähig. Ja? Ja. Die Serie ist ja vom ORF produziert und ausgestrahlt worden. Mhm. Sie bringen in der Folge, ich meine, wahrscheinlich auch öfter, aber gerade in der Folge, bringen sie Kritik an ihrem eigenen Sparvermögen. Ja. Ja, quasi müssen und sparen. An, der an ungeraden Tagen einfach nur Schwarz-Weiß. Ja. Und dieses Kritikvermögen, diese Selbstironie haben sie komplett verloren. Gibt's nicht mehr, glaube ich. Ja. Naja, ich weiß nicht, ich habe schon so lange nicht mehr ORF geschaut, deswegen. Okay. Bis vor einigen Jahren haben die sich noch so ernst genommen, dass sie geglaubt haben, es wird ihnen verziehen, dass sie sowas herausbringen wie Mitten im Achten. Ja, aber okay, das war. Nein. Okay. Don't talk about it. Just also, um nochmal auf die Szene zurückzukommen. Das macht mich so wütend. Da hat man gesehen, wie Kotan Fernsehen schaut. Kotan, schon wieder der Kotan. Entschuldigung. Schon wieder der Kotan. Kotan. Schon wieder der Scheiß. Wie scheiße fandest du den Film? Film? Serie. Was steht sie ohne Kotan nie? Um nochmal auf diese Szene zurückzukommen. Ja. Er schaut selber die Nachrichten, dieser Typ halt. Ja. Und... man sieht diese Nachrichtensprecherin und sie hat zwei riesen Ohrhänge und eins fällt ja. einfach mal runter. Ja. Und dann faselt sie eben dieses Programm an ungeraden Tagen und jetzt in Schwarz-Weiß. Weißt du, dass das eine echte ORF-Moderatorin ist? Entschuldigung. Und danach sagt sie einfach, und jetzt präsentieren wir den Film. Wie heißt? Chris Lohner. Und was ist doch sie? Ja. Ich war mir nicht sicher. Ja, sie ist praktisch seit dem Anfang ist sie dabei. Und während sie das ankündigt, ja? Ja. wird sie plötzlich auf Schwarz-Weiß geschalten, weil anscheinend ja. gerade ein ungerader Tag ist, du. Und sagt dann, so, und jetzt präsentieren wir den Film Der bunte Wagen. Na, vor allem, es war ein simple Revue. Ja, ein simple Revue. Gibt es die überhaupt noch im ORF? Gibt es noch simple Revue? Gelegentlich, ja. Nein, okay. Simple Revue machen sie ja quasi immer jährlich und ich glaube, das spielt irgendwann so im April in ORF 2 um 22.30 Uhr. Also ein Tip-Top-Platz für ORF. Ein Tip-Top-Platz für eigentlich was ist davor? Klingendes Österreich? An Feiertagen, ja. Oh Gott. Der Typ ist immer noch nicht tot. Hey, das ist voll okay, weil ich mag Klingendes Österreich. Das ist wirklich einer der schönsten, harmlosesten Produktionen überhaupt. Und ich wette, es lässt sich so billig produzieren. Klingendes Österreich ist mehr oder weniger eine Webcam. Und Sepp Forcher. Aber Sepp Forcher ist wirklich einer meiner Lieblingsmoderatoren ever. Mhm. Weil der ist so schickrierbig, weißt du? Mhm. Und dem siehst du bald die Leberzirrhose an. Das ist so schön. Es ist nicht weißt du, übrigens, ich brenne alle Brücken übrigens gerade mit dem ORF. So, wenn sie, haben sie schon mal irgendwas produziert? Ich so, Cotton? Der Recottoning vielleicht? Und sie so, was ist denn das? Und dann hören sie rein und dann so, der ORF ist scheiße und die sollen die Scheiße. Genau. Der schaut aus wie ein Alkoholiker. Und ja, nein, ich das ist, ja. Mangels Alternativen ab nächstes Jahr. Vor Primetime. Das ist, sie wollen 120 Folgen von mir. Ich so, es gibt nur 19 Folgen von Cotton. Wurst!
Wir produzieren jetzt noch 101 neue Folgen Kottern, da wird sie 120 Folgen noch. Da wäre ich aber echt gespannt, wie sie das machen mit den geilen Autos, mit den geilen Outfits und einfach. Nein, nein, also das. Überhaupt. Du, das Budget wäre jetzt through the roof, wenn sie es in der Zeit spielen lassen würden. Allein schon eben diese Proto-iPod-Halter. Den der Typ eben im Auto gehabt hat. Jukebox. Das ist mir aufgefallen. Ah, das war super, Alter, ganz Schwede. Am Anfang. Das war super. Ja, ich habe mir gleich einmal aufgeschrieben, fick dich, Fahrradfahrer. Weil, das habe ich auf meine Ethisliste geschrieben. Das ist ein Running Joke mit Fahrradfahrern. Ja, weil der, als erstes erwischt es nämlich nicht den Kottern und den Schrammel, sondern eben der Schrammel macht die Tür vom Auto auf und ein Fahrradfahrer fährt gleich einmal hin. Was für mich als Fahrradfahrer in Wien das Horrorszenario ist, gleich neben in einer Kreuzung von jemandem nachgeschossen werden. Das sind meine zwei Top-Horrorszenarien. Weil das muss ein Tip-Top-Stuntman übrigens gewesen sein. Die haben da sicher nicht irgendwie nur einen Typen genommen, der eigentlich filmen sollte oder so, oder das Boom-Mic halten. So, du fährst jetzt dagegen die Tür und tu dir nicht weh. Versicherung hast du nämlich keine. Was kriegst du dafür? 10 Schilling, passt. Mach ich. Ja, vor allem, weil davor hat sie auch einen Schilling-Witz gegeben, dass sie nicht genug, also nicht genug Geld für einen Wassernusskipferl zusammengebracht haben. Ja, für Milch. Der Chef ist ja 52 geworden, also wird 52 und sie wollen ihm ja was Nettes zum Geburtstag schenken. Das war aber währenddessen, glaube ich, also kurz danach oder kurz davor mit der Szene, wo sie Blutspenden waren. Das war während der Szene. Nein. Ja genau, es kommt doppelt vor eben. Es ist das erste Mal ist es beim Training, das zweite wo dann sie beim Blutspenden Boxen sind und das zweite Mal ist beim Blutspenden, genau. Und die Blutspende-Szene war auch so geil. Man hört plötzlich... Deswegen hat er die Kopfbinde danach. Weil er Blutspenden war? Ja. Ich schätze mal, das ist die einzige Erklärung, die ich mir ein... Ja. Ist trotzdem nicht logisch. Rein chronologisch, wenn ich der Folge unterstelle, dass sie chronologisch vom zusammengeschnitten wurde. Mhm. Nein, es liegt nahe, dass es vielleicht nicht so ist, weil der Mörder eben erst so quasi ich ganz gut dass der Gott dann ja ein Zeitreisender ist. ein Zeitreisender oder er hat diese Benjamin-Button-Krankheit. Er hat die gleiche Frau, der wird immer jünger. Ja, genau. Irgendwann mit seinem Baby. Und manchmal verschwindet er durch den Abfluss. Ja, stimmt. Ich möchte das nur nochmal anmerken. Da hat er es in der Zeitmaschine eingebaut. Warte, du meinst, er ist Teenage Mutant Ninja Turtle? Das ist Donatello von den Turtles? Oder? Wie hast du gesagt, David Copperfield? Ja, ja. Das ist, aber das ist David Cottonfield. Warte, was ist das letzte, wie heißt der letzte, Chris Angel? Oder Chris Mangel war doch Chris Angel, ja. War doch der letzte große Magier. Wenn du die MTV-Karriere dir gehabt hast als ja, große das, Karriere. Ja, das ist das Einzige, Demis. Was es in dem Sektor gibt, oder? Naja, Las Vegas gibt's noch, aber. Achso, es gibt ja, wie heißen die zwei Typen? Siegfried und Roy mit dem Tiger? Nein, das sind ja auch keine Magier, oder? Außerdem doch. Ist der eine total verbissen worden von den Tigern. Ich glaube, die treten jetzt nicht mehr auf. Aber sie haben. Und ja. Whatever. Vor allem, ich finde es interessant, manche Amerikaner glauben, dass das Österreicher sind. What? Ja, was urlustig ist, finde ich. Siegfried und Roy, wir wären German, Austrian. Aha. Verstehst du, kannst es lustig finden, du bist der Xieberger, du kannst immer sagen, nein, ich gehöre zur Schweiz und die Österreicher. Wir wollen hier nichts über meine Identität herausbringen. Ja gut, kommen wir wieder zurück. Ja genau, danke, dass zur Blutspende-Szene, ja. Wir sind wirklich komplett. Nun dann nochmal, also ich glaube, diese Serie ist eigentlich doch total durchdacht, ja. Obwohl sie keinen Sinn macht, ja. Durchdacht mit Kokain, meinst du? Weil? Durchsetzt. Ja. Naja, also schau, ja. Allen ja, es spielt hin? Plötzlich Big Spender, ja, das Lied. Okay, das fand ich übrigens magisch, dass du zwei Takte gehört hast und du hast sofort gewusst, was naja, es ist. Naja, so ein Lied kennt man halt, ja. Und ja, dann ich auch, aber ich bin geht's weiter und Big Spender, und dann plötzlich gehen sie in Blutspenden, ja. Ich meine, das ist ja schon ein Witz an sich, dass ich Big Spender und Blutspenden in eine Sekunde nur ein bisschen auf die Nase drückt. Und dann... liest er noch ein Buch währenddessen, das heißt, was war das? Irgendwas der Vampir von Paris. Ja. Genau, Paris, wir haben schon mal urlang gebraucht, um den Titel zu entziffern. Ja. Und dann ist es einfach, er geht Blutspenden, hört Big Spender und nebenbei liest er ein Vampirbuch. Ja. Ich meine, Entschuldigung, geht es ein bisschen noch aufgelegter?
Ja, wahrscheinlich schon. Es ist nicht aufgelegt, es ist einfach übertrieben. Vor allem keine Ahnung, weißt du, was seltsam ist. Sie hätten noch den Cotton, den Schauspieler, ersetzen können durch, wie heißt der nochmal, der alte, nicht Christopher Reeve, Christopher Lord. Er ist ja Lord, glaube ich sogar. Mhm. Ah. Christopher Lee. Ja, ja, also ja. Wenn sie Christopher Lee noch hingesetzt, der hat in den, bis in die 90er, jede Dracula-Rolle war er eigentlich. Er hat, glaube ich, 30 Mal oder so den Dracula gespielt. Vor allem, was auch irgendwie seltsam ist, ich meine, okay, Big Spender ist in der Szene halt Big einfach... Spender! Hey, Big Spender! Redest du jetzt den von... Kommt da jetzt der Big Kugelschreiber raus? Das ist der Big Spender. Dass die da drückst ein paar Mal drauf und da kommen ein paar Kugelschreiber. Big Spender! Das ist der Big Spender! Und alle 100 Kugelschreiber mal ein Rasierer einwickeln. Ja. Nein, verstehst du, ich muss so betonen, weil ich bin früher als Speedway gefahren. Das sollte man uns patentieren lassen, Speedway, ja. Speedway! Oh, der Speedway! Der Speedway. Der war auch herrlich, die, ja. Die Aussprache von denen, von englischen Wörtern, ist großartig. Das nochmal kurz ein Jump zurück zum Anfang, das habe ich überhaupt vergessen, ja. Das Lied. Nein, nicht das, ja, auch das Lied, aber davor, wo der Cotton aus einem Buch vorliest und einfach den grauenhaftesten Ami-Akzent. Ever. Das ist einfach so... Da war was Englisches? Das war nicht Englisch, aber... Oh, wo er das Buch liest. Ja! Oh Gott, ja, ganz am Anfang gleich. Ja, liest ein Buch vor, so ein Schundroman, so ein 50-Groschen-Roman. Ja, ja, ja. Oder, keine Ahnung. Da war was. Ja, da war was. Trotzdem ganzen Bullshit, der danach kam, haben wir das nicht vergessen. Na, aber was auch Englisch am Anfang war dieses Lied, was sie einstudiert haben für den einen Arbeitskollegen oder so. Nein, das ist der Bilch. Der Bilch ist der Chef. Entschuldigung, das der Chef, ja. Der Big? Bilch. Achso. Nicht Big. Wir sind nicht bei Sex in the City. Nein. Wobei es wird Sinn machen. Auf jeden Fall singen die dieses Lied, ja. Und da geht es um, weiß nicht, Only You. Und danach kommen noch drei englische Wörter und sie übersetzen es einfach unten auf Deutsch. Ja, da steht du musst aber auch den Kontext sehen. Das war 82. Noch nicht jeder hat Englisch gekonnt. Auch jetzt nicht. Das ist schon peinlich, was man aus unserem Jahr kriegt. Schau ihn an. Er kann nicht einmal Big Spender aussprechen. Big Spender! Das wird dann noch nachhängen, glaub mir. Mir hängt schon so viel nach, das will ich vergessen. Das ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe. Was, dass mir jetzt Big Spender nachhängt? Ja. Du bist mir geschammt, du solltest traurige Geschichten gehört haben. Na gut, kommen wir wieder zurück da zu dem... Also ich muss sagen, der Paul, ja, ist schon super. Seine beste Aussage in dem ganzen Ein-Stunden-Dilemma war einfach, hey, da ist jetzt der Obdachlose. Jetzt gibt's bald einen Toten. Ja, und ich bald, muss sagen, er hatte Minuten. Recht. Ja, ich meine, es war zuerst die Minute 46, aber der Zusammenhang war definitiv sichtbar. Ja. Nein, weil ab dem, ich glaube, dem zweiten oder dritten Fall findet immer der Obdachlose die Leichen. Und vor allem, es gibt meistens eigentlich, in den meisten Folgen ist eigentlich mehr als ein Toter und vor allem nicht erst die Minute 46. Ich und glaub, normalerweise findet immer der Obdachlose die Leiche. Normalerweise. Ja. Und er beim letzten Mal ist das schon so weit gegangen, dass er ein Walkie-Talkie hatte, mit dem er dann den Cotton direkt kontaktiert. So, ja, jetzt hat er schon wieder einen gefunden und so. Ja. Und so. Ein Traum. Ja. Oh, ja, also wir haben die Folge mehr oder weniger abgehakt. Wir haben den Fall mehr oder weniger abgehakt, obwohl wir nicht genau wissen, worum es ging, aber ja, mei. Aber die Mode haben wir auch abgehackt, wir haben sie als crazy beschrieben, oder? Also typisch 80er dann halt. Die Beziehungen fand ich eben irrsinnig interessant, weil es eben so eine schöne Dynamik von Ehebruch hatte und Satin-Bademantel. Ja, das sowieso. Du stehst auf den Satin-Bademantel, es ist unglaublich, wirklich. Es ist ein Geburtstagsgeschenk. Es ist einfach, da konnte man nicht wegschauen, das war wie ein Autounfall. Muss man einfach hinschauen. Ja. Was ich auch geil fand, war die Aussage irgendwann so ganz am Ende. Dieses Sie sind der Kieberer, Franz des Quer, wer ihn erschossen hat. Ja. Und es war so ein, boah, ihr seid ja so unheimlich lustig. Ich meine, in dem Moment war es wirklich lustig, weil alles andere einfach nicht lustig war. Ja. Nein, und vor allem das mit dem Auto. Wo haben sie denn ihr Auto? Ja, der hat ja kein Auto. Und ich so,
Ja, weil das Auto auch der einzige Ort ist, wo man eine Waffe verstecken kann. Weil der Cotton hat das einfach für bare Münze so. Ah ja, hat kein Auto. Und so. Also hat auch keine Waffe verstecken, ja. Und ganz, ganz, ganz am Ende, ja, wo eben dieser Song Kansas City spielt. Ja, und es denkt sich jeder, hey, okay, jetzt weiß man wenigstens, warum die Folge so geheißen hat. Und dann sieht man, wie sie eben super schön Playback eben als Band das spielen für diesen einen Typen, wahrscheinlich wieder für diesen Cotton, Chef. Ja. Das ist immer noch der Bild, ja. Immer noch der gleiche. Und plötzlich greift Cotton zu einer Geige und spielt auf dieser Geige mit. Das ist ja schon pervers. Und er hätte die Leadstimme sein sollen. Und er hat aber kurz davor, for whatever reason, einfach die Stimme verloren. Ja, es macht und ist dann eben die ersten 2 oder 5 Sekunden oder was auch immer, ist er einfach nur dekorativ im Hintergrund gestanden und so, was mache ich jetzt? Oh, Geige, ja, spielen wir mit. Immerhin in einem schicken weißen Anzug, ne? Natürlich. Und dann sieht man irgendwo so links hinter der Band eine so Milchglas, auf dem WC draufsteht, ja. Und irgendein Polizist geht in dieses WC und in der nächsten Szene siehst du, wie plötzlich ein Strick darunter hängt und er sich einfach aufhängt. Und ich meine, das war so schon gut. Am Ende, ja, aber in den letzten 2 Minuten haben sie dann einfach noch einen Selbstmord untergebracht, ne, wo sich ein Polizist da hängt. Und dann sieht man noch ein paar Mal die Band und den Polizisten im Hintergrund baumeln. Ja. Das ist so sinnbefreit. Hey, ihr wisst jetzt, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Ihr glaubt, es ist zu Ende. Jetzt macht es so ein schönes Ende. Setzt eine richtig schöne, sanfte Landung an. Ja. Ihr glaubt, ihr habt all unseren Bullshit gesehen. Wir setzen noch was drauf. Ja, genau. Und. Hast du die Stimme verloren? Du brauchst eine Geige. Gib mir eine Geige. Und wichtig noch: Wir haben am Schluss noch Titties gesehen. Oh, natürlich. Ich hab's mir groß aufgeschrieben. Ja, der Paul hat es wirklich sehr groß aufgeschrieben. Ich wundere mich, dass du es nicht aufgemalt hast. Schau, ich find sei mal zum Fernseher abgepauscht. Ich find's sehr schade immer noch, dass man immer noch nicht den Resetaret sein Bimmel gesehen hat. Ja? Das ist ein Arsch. Die Szene zum Beispiel in der Badewanne wäre ideal gewesen, wenn die Mama nicht dabei gewesen wäre. Na, vielleicht war ja dieses Bein eben die Anspielung auf. Ja, aber das ist nur eine Anspielung auf, das ist nicht das Wirkliche. Und auch da, die Brüste waren auch underwhelming, weil es waren ein Foto auf einer Tür. Im Hintergrund, ziemlich fad. Und vor allem, ich glaube, damals auf einem Fernseher in 1980 hast du das, glaube ich, nicht so scharf gesehen wie auf dem großen HD-Fernseher von mir. Ist jetzt meine Theorie, ja. Es hätte doch ein geruftes Händel sein können. Hätte doch ein geruftes Händel sein können. Einfach da hinten, hey, das ist eine Fleischauslage. Paul malt gerade übrigens Brüste. Nein. Nein. Oh, das ist eine Mr. Bean Reference. Das ist eine Mr. Bean Reference. Okay. Herrlich. Bleiben wir bitte beim Cotton. Warum? Der Cotton bleibt auch nicht bei sich. Ja. Er ist auch all over the place. Ein Twist, den ihr jetzt nicht wirklich so mitgekriegt habt, war eben am Schluss eben, dass eben nicht der Cotton die Endszene und das Ende bekommen hat, sondern der Schrammel, der immer der Underdog ist. Immer. Der immer fertig gemacht wird vom Schremser, vom Pilch und vom Cotton. Und vom Kaffeeautomaten? Der Pilch wird vom Kaffeeautomaten. Ach, scheiße. Ja. Aber er ist trotzdem immer der Dodel, er wird immer... immer runtergeputzt, ja, was die Leute glauben, was er für Fähigkeiten hat und so. Mhm. Und das bestätigt sich auch meistens, aber dieses Mal schafft er es. Dieses Mal kriegt er den Bösewicht, löst den Fall, warum auch immer die Waffe am Schluss tropft, ich weiß es immer noch nicht. Ich habe echt keine Ahnung, warum der Revolver tropft. Ich habe wirklich keine Ahnung. Stimmt, das haben sie nicht aufgelöst. Am Schluss nimmt er nämlich stellt sich nämlich heraus, dass nämlich der Bruder vom Drag, wie heißt das, der Sport nochmal? Speedway. Der Speedway-Gewinner hat nämlich einen Mechaniker. Und der Mechaniker, was wir die längste Zeit nicht gewusst haben, ist sein Bruder. Und der Mechaniker hat aber, glaube ich, auch das Motorrad ja von dem anderen auch betreut. Genau, ja, genau, richtig. Genau, ja. Das war wohl das Problem. Ja, dass er ja die Kette sabotiert hat. Genau. Stimmt. Ja, und damit eben das Ganze auf den anderen gelenkt hat. Mhm. Logischerweise. Mhm. Macht Sinn. Und eben er ist eben auch der Speedway-Mechaniker. Der Speedway-Mechaniker. Das ist der übrigens so creepy ausschaut. Richtig, genau. Und er ist eben auch der,
Der Mörder war? Ja, eben, er war auch der Mörder und er hat eben eine Waffe in seiner Wohnung unter ein paar Zeitungen liegen und will nach ihnen greifen, aber der Schrammel schaltet wirklich exzellent eigentlich für einen Polizist und weiß sofort, dass dort ein Buffen drunter ist, nimmt sie geistesgegenwärtig nicht mit der bloßen Hand an und kontaminiert die Szene, sondern nimmt sie in einem... Kontaminiert? Nein, auch das nicht. Ich merke, wir sind hier am Höchstpunkt angelangt. Ja, und wir sind nicht einmal high. Gott, das. Nur betrunken. Und dann eben kommt eben der... Der Schrammel? Naja, und er nimmt die Waffe eben. Und hält sich hinter seinem Rücken. Was eh sinnvoll ist. Während er mit ihm darüber redet, warum er das jetzt gemacht hat und in welchem Verhältnis er steht. Genau, man sieht kurz die Waffe von hinten und man sieht, dass sie tropft. Und man wartet. Ist das eine Spritzpistole? Und man wartet und es passiert nichts. Es wird einfach wieder nicht erklärt oder... Er ist gefangen genommen worden. Ich nehme an... Ja, aber die Waffe tropft ja trotzdem. Ich nehme ja, an... Ja, nein, das meinst du. Das ist einfach nur total sinnlos. Ich nehme einfach an, dass Bruder, Mechaniker, ja, ich nehme an, ich lehne mich weiter zum Fenster bei Kottern, und das heißt was, dass sich der Bruder am Klo, weil er alle österreichischen Klos an Galgen haben, erhängen wollt, er hat gestolpert, dass ihm die Waffe einfach ins Klo gefallen ist. Für euch Ausländer, es ist total typisch, dass in Österreich ein Strick, weißt du, das ist so, weißt du, diese Glaskasten, wo eigentlich entweder der Feueralarm drinnen ist oder sonst irgendwas, bei uns ist ein Puffen und ein Strick drinnen normalerweise. Eine Puffen, die tropft. Und ein Giftspritzen, also, weißt du, damit man sich halt ein bisschen Varieté drinnen hat, weißt du, oder sowieso. Sicher gehen, weißt du. Oder Overkill. Weißt du, einfach einmal Strick, Spritze, da kann gar nichts mehr schief gehen. Einfach ein Overkill-Set. Und dabei... Ja, okay. Und die Spritze rutscht ab und du so, Nein. Du klappst den Klodeckel zu, stellst die Spritze auf, hängst dich auf und schießt dann mit dem Strick durch. Genau, ja, schau, es kann immer was schief gehen beim Selbstmord. Wenn es nicht sein soll. Jedenfalls. Ah ja, und es wird noch kurz erwähnt, dass Cola grindig ist. Naja. Also Coca-Cola. Naja, wichtig. Nicht. Naja, die ist ja grindig deswegen, weil es so lange gestanden bestellt ist. Wird, ja. Ja, die Frage ist, ob das überhaupt gekühlt war, ne? Ja. Nicht gekühlt, die war angestaubt. Ah, ja. Naja, es kann auch in einem Kühlschrank stauben. Nein. Es staubt dauernd in meinem Kühlschrank. Also, auf meinem Käse ist immer so eine komische Staubschicht. Ich weiß auch nicht, woher die kommt. Das ist Camembert, mein Freund. Camembert. Schaut immer so pelzig aus, aber ich gehe mir mit dem Staubsauger drüber ein bisschen kurz. Genau. Andere Leute bezahlen teures Geld für so einen Käse. So ein Käse. Oh Mann. Oh wow. Diese Folge war so. Oh, ja, genau. Ich glaube, wir schließen das Ganze jetzt ab und machen ein Fazit. Bitte. Es war eine großartige Stunde. Es waren die besten 60 Minuten des Jahres. Also würdest du anderen Leuten Kottern ermittelt weiterempfehlen? Nein. Nein? Wie nicht? Deinen Freundinnen außer, oder Freunden? Außer man schaut es mit Paul, ja, dann ist es so schon ziemlich Party, cool. Als Trinkspiel zum Beispiel vielleicht irgendwie kombiniert. Ja, und bei jeder Szene, die keinen Sinn macht, muss man einfach was trinken. Ja, ich glaube, ja, das sind alle nach alle bei drei Party. Minuten getroffen. Ich meine, das ist... Na. Also, du würdest es weiterempfehlen unter gewissen Voraussetzungen. Ja, also ich finde es schon total cool und einzigartig, ja. Also oder schon, es ist etwas auch, was irgendwie zur österreichischen Seele ein bisschen dazugehört. Ja, und ich kann sagen, ich habe voll die Weiterbildung betrieben. Ja. Eben, genau. Aber du könntest jetzt bei Wetten, dass ein paar Kottern ermittelt Fragen wahrscheinlich richtig beantworten. Blöd, dass Wetten, dass eingestellt wurde. Wirklich? Ja. Also, okay. Also. Markus Lanz war gar nicht so toll, wie alle dachten, ne? Vor allem Markus Lanz. Thomas Gottschalks Nachfolger, aber du musst sagen. Ich hab nicht gewusst, dass der Thomas aufgehört hat. Nein, er hat aufgehört nach diesem. Warte, ich hab gedacht. Ja, weißt du, nach diesem Unfall mit den Stelzen, wo der quasi nachher querschnittsgelähmt war. Ja? Ja, also man muss sagen, es ist nicht ganz Markus Lanz seine Schuld, weil er in Thomas Gottschalks Fußstapfen zu treten, das kann niemand allein. So eine Perücke ist viel zu teuer. Erstens das und zweitens. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Late Night Show mit dem Schmidt.
und Harald Schmidt. Mhm. Du kannst nicht einfach den Harald Schmidt ersetzen. Eh nicht. Der Showhost ist die Show in dem Fall. Aber um nochmal auf Thomas Gottschalk zurückzukommen, ich glaube, der hat sich anzugsmäßig schon viel bei Kottern abgeschaut. Also, ja, sie kommen ja aus der gleichen Zeit ungefähr. Ja, stimmt, ja. Also ein paar Anzüge habe ich schon voll. Schmidtander war ungefähr in der Zeit ungefähr. Also von daher, es macht schon Sinn. Bleibt aber nur noch die Frage, wo der Thomas Gottschalk dann seinen Redestil hergenommen hat. Was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Top, die Wette gilt. Das war immer toll gemacht. Aber so, also du bist gespalten in deiner Meinung zum Fazit. Und Stefan, bitte. Ich bin immer gespalten. Okay, ich bin nicht gespalten in meiner Meinung. Ich muss sagen, es war eine der sinnvollsten Episoden von Blödsinn, die ich jemals gesehen habe. Was Tohuwabohu-mäßiges, gell? Nein, Tohuwabohu hat sich auch... Hat mehr Kohärenz. Nicht nur das, es hat sich eben schon vorhin auf die Stirn gepickt, hey, wir sind Blödsinn, macht euch gefasst. Ja, der Kotan macht das eher so unterschwellig und dann so eher so hinterrücks. Und hey, watscht der runter. Ja, und du weißt gar nicht mehr, wie der heißt. Mhm. Nein, kurzes Fazit, es gibt ja viele Filme, wo du sagst, okay, das ist großartig zum Schauen, wenn du high bist. Ja? Das ist großartig zum Schauen, wenn du nicht high bist und du hast trotzdem eine tolle Zeit dabei und fühlst dich nachher... Das ist einer davon, oder? Ja. Schon. Definitiv. Ich wette, kann man auch nüchtern genießen. Ich wette, wenn du Kottern schaust, während du kiffst, kriegst du einfach so eine Overdose. Ich meine, es ist schon ziemlich schwer mit Overdose? Warte, ist das gleich neben, ist die Overdose, ist die neben dem Big Spender? Die Overdose? Ja. Ja, ich weiß nicht. Was ist denn in der Overdose drinnen? Sind da Kekse drinnen in der Overdose? Ich möchte nur erwähnen, dass das online kommt, gell? Also. Weißt du, wie viele Leute sich das anschauen? Ich bin stolz drauf. Du, ich bin stolz. Wir haben beim einzelnen Podcast haben wir jetzt die 100-Marke geknackt. Also, ja. Das heißt, es hören sich jetzt Leute schon den Podcast an, die mich nicht mehr kennen. Ja, weird ist. Ja. Und ich bin froh, dass diese 20 Leute und die 80 Mal der Paul draufkriegt. Nein. Bussi, Schatzi. Ich krieg das höchstens 10 bis 12 Mal drauf. Dass eben diese so, eben, das, eben diese 10 sonstigen Leute, bezeugen können, dass mein Englisch eben nicht mehr das allerbeste ist seit der Schule. His English is under all peak. Ja, genau. That is the truth. That is not the yellow from the egg. Yes. There comes you the vomit. Also. Oh, Jesus. Also. Ende. Ihr seid ja Privatpersonen, also ihr tretet... doch, du bist ab und zu mal, kann man dich irgendwo sehen. Bei irgendwas? Irgendein Event oder irgendwas? Nein? Nix? Du auch man mit? Sieht mich bei Events, man, wo man mich sieht nicht seine Gebäude. Stefan, seine Gebäude sieht man ab und Dankeschön. Zu. Dankeschön. Wenn man jemals nach Hinterpull kommt, wer auch immer dorthin will. Gibt es Häuser von ihm zum Anschauen? Für dich kein Plugs in dem Fall. Magst du nichts pluggen? Also oder wenn man einen Brief oder so von mir kriegt, der geschrieben wurde, ist das wohl ein bisschen blöd, weil Anwaltskanzlei und so, aber... Ah, okay, ja, na, das ist natürlich negativ. Ich sage einmal, die meisten Leute kommen nicht so mit mir in Verbindung, also hoffe ich für die Leute. Okay, also du hast nichts zum Pluggen. Okay, gut, ist recht. Aber trotzdem, sehr gut gemacht. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir haben euch dann bei der Jubiläumsepisode dann dabei. Die Jubiläumsepisode am Schluss ist nämlich dann nicht die Folge 19, sondern die 20. Folge. Weil er spoilert, dann spoilert. Ja, das plug ich schon seit der ersten Folge, glaube ich. Er spoilert noch immer. Es geht nämlich darum, damit ich nämlich quasi einen Beweis habe, dass ich sagen kann, die haben eh gesagt, dass sie kommen und wenn sie nicht auftauchen, das war deren Schuld. Ja, nein, die 20 ist nämlich der Film, den sie vor ein paar Jahren gemacht haben, 2008 oder so hat es einen Film gegeben, der wirklich schlecht war. Wirklich schlecht. Und nicht lustig schlecht, Kottern schlecht. Und das werden wir, das muss man in einem Gruppen. 2008, das ist doch genau die Phase, wo mit dem 8. rausgekommen ist, wo der ORF einfach gesagt hat, Größenwahnsinnig geworden und einfach gesagt, wir nehmen uns jetzt tot ernst und machen irgendeinen Blödsinn. Ja, so quasi die Chefredaktion
vom ORF hatte gerade ihre Michael Bay-Phase. Ja, absolut. Mit weniger Explosionen. Ja, das hätte es besser gemacht. Mitten in der Nacht mit Explosionen wäre wesentlich besser gewesen. Ja, jedenfalls, ich danke euch nochmal für euer Kommen. Wir danken vielmals für die Einladung. Es war mir ein Volksfest. Es waren 60 super Minuten. Ja, es hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr seid bei der letzten Folge auf jeden Fall dabei. Und liebe Zuhörer und Zuhörer, like, favorite, share and subscribe, I guess. I guess. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge Cotton ermittelt und bei der nächsten Folge vor allem von The Recottoning wieder dabei. Baba. Ciao. Pfiat euch.